Geh aus dem Weg. Ja, servus. Hier, Kuckuck. Wie geht's dir denn? Was ist denn los bei euch? Nix. Bei uns auch nicht. Die Tarnung? Die Tarnung soll ein harmonisches Bild zwischen Mensch und Natur abgeben. Du bist die einzige Frau, die sich unter den Arm nicht rasiert. Ist dir das mal aufgefallen? Nicht die einzige. Naja, ich meine, es ist einfach ziemlich selten. Wieso? Wie kommst du denn drauf? Weil ich sehe. Ich sehe doch, dass du dich unter den Arm nicht rasierst. Ach, unter der Achsel heißt das. Da auch nicht. Ich möchte wissen, wo die Möbel sind. Hanna war in München, der Schwiegervater hatte Geburtstag. Mein Vater, vielmehr mein Schwiegervater, Hannas Vater, verstehst du? Doch, doch, ich verstehe. Wie geht's denn? Was spricht der Vater? Habt ihr schön gefeiert? Sag mir, was du mit den Möbeln angestellt hast, bitte. Ich hab dir doch gesagt, ich sag's dir später. Nein, sag mir's jetzt, bitte. Du platzt hier rein, lass uns doch erst mal zur Ruhe kommen. Ach, sei doch mal ehrlich. Das hat doch nichts zu tun mit deiner Philosophie. Doch. Wirklich. Ich bemühe mich um ein bisschen Freiheit. Fällt mir gar nicht so leicht. Ich möchte das begreifen, für mich, was das für mich bedeutet, Freiheit. Was ich mir da vorstellen kann. Herr Holler, ich bin Kriminaloberinspektor Derrick. Möchte mal mit Ihnen sprechen. Mit mir? Ja. War die Tote nicht bei Ihnen beschäftigt? Ja. Bei meinem Vater. Ja. Vor Jahren sagte, die Helga ist da und sie will was von Ihnen. Da bin ich hingegangen. Was ist los, habe ich gesagt. Und Sie? Dein Vater will, dass ich noch arbeite, aber ich möchte nicht. Sag ihm, dass ich zu müde bin. Ja, und dann kam er zu mir und sagte, sie ist zu müde. Sie ist gleich schlafen gegangen. Ja. Also, ich glaube, Ihr Vater sieht das nicht richtig. Sie fühlen sich wirklich nicht wohl. Nein, nicht sehr. Aber es geht schon. Was haben Sie? Ist Ihnen heiß? Ja, mir ist heiß. Du siehst aus, Mädchen, als ob du strahlst. Die Buddhisten sagen, der Mensch ist nur ein Bündel Licht. Schön sich in Licht auflösen. Was? Zerplatzen. Versuchen wir, die Dinge zu erklären. Machen wir logische Übungen. Passen Sie auf. Also, der Krieg geht ins vierte Jahr, die Waffen erschöpft. Wie man weiß, da müssen neue her. Aber wohin mit den Fabriken? Was halten Sie von Stollen beispielsweise? Ein riesiges unterirdisches Stollensystem. Denken Sie nur, junger Mann. Was glauben Sie, wen man hinunterschicken könnte? Unter die Erde verbannen, nicht das eigene Material, natürlich das wertvolle Blut, das wird anderweitig gebraucht. Eventuell holt man das Minderwertige heran, das Unreine, das Artfremde, auf das es ohnehin nicht mehr ankommt. Sie sind verrückt geworden. Tatsächlich. Sie dürfen es nicht unter den Schülern verbreiten. Sie glauben, ich stecke die Kinder an. Keine Angst. Kinder werden niemals verrückt. Sie sind es von Natur, weil sie träumen. Sie träumen. Sie sind die Einzigen, die auf das Ungeheuerliche reagieren. Noch reagieren können. Und wissen Sie wie? Schlafwandlerisch treiben sie in den Tod. Sollen sie treiben? Sollen sie umkommen? Sie werden wie die anderen, die lebendigen Leichname. Ich verfolge die Schicksale meiner Kinder. Wissen Sie, was Sie sind? Ein Sadist, ein Dreckiger! Christopher tells me that you've become great friends. He says so?
That's what he tells me. He's like my son. You have a family? My son is 10. How long has it been since you've seen them? 2.5 years ago. And again soon. If you hold that one there, it's best. I hope so. Yes. Right, well, if you come back tomorrow, I'll give you a new plaster. Thank you. I think if this were a very different world, we might become friendly towards each other. Always make decisions when the sun shines. We can see more clearly. And Christopher? Germany will be a fine place for children. We want to build for the future. When the sun shines, yes, but when it doesn't, when it's cold, when it's very, very cold, will you still love me? Oh, yes. I love you. Christ, ein Priester, der mit frivolen Galanterien auf Seelenjagd geht? Ich muss gestehen, es ist mir neu. Es ist jetzt nicht der Priester, der vor Ihnen steht. Jetzt sagen Sie nur noch, es sei auch nicht meine Seele, die Sie begehren. Was erstaunt Sie so? Dass ich gestehe, statt zu lügen? Oder dass der Versucher nicht nur die Herde anfällt, sondern auch den Hirten? Draußen lacht die Sonne. Wenn ich dich so anschaue, dann heute Nacht denke, dann lacht auch mein Herz. Das hast du wunderschön gesagt. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe, sonst... meine kleine Verführerin. Ich begreife nicht, warum du die 100.000 hier versteckt hast. Und nicht in der Schweiz, wie den Rest. Tja, als eiserne Reserve. Hätte sein können, dass die Polizei uns auf die Spur kommt und ich ganz schnell verschwinden muss. Du hast doch inzwischen einen Haufen Geld gemacht mit deinen Immobilien. Wozu brauchst du da noch einen Notgroschen? Ich weiß auch nicht. Versteht die Botschaft, die euch diese drei Juden übermitteln wollen. Es gibt keine Flucht aus Sobibor. Da ist nur der Tod für die, die verrückt genug sind, es zu versuchen. Ich kann euch nur empfehlen, das nie zu vergessen. Bück dich. Ihr seid zwei glückliche Jeden. Well, Lieutenant Darmstadt is young. With luck, he will never see battle. So he fights his wars in the hall with newsmen and other ogres. We have seen the real thing, so we despise him. When did you retire from the army? 71. Why did you want to see Major Winthrop? Oh, an old buddy, you know how it is. Colonel, I was just passing. Perhaps I could help you. What are you here for? I saw a photograph. You know a man named André Brandt. So you have seen Latimer's photograph? Doesn't matter now. Where's the boy, Jost? Lieutenant Kalman will be here presently. You thought of everything, haven't you? We'll work to a plan. No loose ends. It makes for neatness. Daneben, da mache ich noch die Finanzierungs-
Facilitäten, aber das sagt dir wahrscheinlich nicht viel. Nicht im Geringsten, aber gerade das finde ich herrlich. Algarve, kleine Insel, ich sehe dich im Dorfbach schon seine Socken waschen. Und ich dich am Wochenmarkt ihr Gemüse verkaufen. Ah, ah. Aber aus dir, da macht er die grünste aller Witte. Hm? Kannst du mir dann besuchen? Fass mich nicht an! Fass mich nicht an! Du! Zur Hölle solltest du fahren. Da bin ich bereits. Entschuldigen Sie. Hören Sie doch. Es tut mir sehr leid. Ich bin sehr dumm gewesen. Und ja, und es tut mir leid. Was denn? Erlauben Sie. Komm. Auf Wiedersehen. Siehst du, dass du dich nicht mal auf die Reihe kriegst. Deshalb gehen wir morgen auch zu Kleinschmidt und regeln das alles ganz vernünftig. Okay? In den Ring. Wo ist der andere? Will ich einen schönen Kampf sehen. Musik! Was ist los? Ich will einen Kampf sehen! Ihr sollt euch schlagen. Er kann fast nicht stehen. Das ist nicht Boxen. Der wird gleich umfallen. Ja. Du hast recht. Das ist nicht Boxen. Und jetzt raus hier. Los, verschwinde! Verschwinde, du griechischer Jude! Groß ist die Auswahl hier nicht. Oder? Aber einen Schnaps sehe ich. Der Doktor erwartet eine Frau. Und er erwartet ein Wunder. Wovon reden Sie? Möchten Sie denn nicht, dass das Experiment des Barons gelingt? Sind Sie denn nicht vor den roten Fahnen und braunen Hemden in diese Burg geflohen? Haben Sie nicht gehofft, hier die alte Ordnung zu finden? Sie erwarten zwei Träume. Den Traum des Barons und Ihren Traum. Eine Frau.
Die Haut. Weiß wie die Blätter eines Apfelbaumes. Sie warten vergebens. Sie kommt nicht. Sie sollten jetzt gehen. Ich will Ihnen die Wahrheit sagen. Ich bin eifersüchtig. Ganz krank vor Eifersucht bin ich. Ich verstehe das nicht, Federico. Gestern waren Sie nicht imstande, eine einzige Partie zu gewinnen und heute sind Sie plötzlich ein Meister geworden. Ho pensato tutta la notte come dovrebbe essere. Sie sollen aber nicht nachdenken. Das ist ein unerlaubter Vorteil, den Sie sich verschaffen. Und der Gentleman, es ist nicht üblich, nachzudenken. Geh aus dem Weg. Wir sind gekommen, um zu holen, was uns gehört. Schäfer, sei dir aufhören, auf Banditen! Krieg den Verlästern, es lebe die Befreiung! Tod den Unterdrücker und ihre Lakaien! Tod den Priester! Ich bitte euch nicht so vorschnell. Die Zarin will sie erst einmal in Augenschein nehmen. Wer weiß, ob sie Gefallen an unserer Tochter findet. Und ob Sophie am Großfürsten. Vor allem, sie müsste zu einem anderen Glauben übertreten. Das wird nicht das Ende der Welt sein. Aber vielleicht das Ende ihres Seelenheils. Natürlich ist es eine große Ehre. Aber Russland ist so weit weg. Wer weiß, ob ich dich jemals wiedersehen werde. Papa sagt so etwas nicht. Wenn Gott es so will, dann ist es deine Pflicht zu folgen. Es ist sein Gebot. Die Pflicht steht über allem, so habe ich es dich gelehrt. Die Pflicht gegenüber Gott, deinem Land, deiner Familie. Und jetzt schlaf, meine Tochter. Come, c'era posto pure per le favole e un vetro che riluccica sembrava l'America e chi l'ha vista mai? Na 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 na. Rusty, tu conosci meglio di me quest'ambiente, no? È pieno di gente che si droga, che guarisce, qualche volta si riesce... Tu ti riferisci a mia moglie, immagino. No, 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 non ti preoccupare, lo sanno tutti. Non è un segreto. Le assomigliava molto, sai. L'ha messa in clinica dal dottor Clizzi per curarla. Una clinica privata. Che costava un occhio della testa. E che adesso molto probabilmente costerà anche di più. Ci rimase più o meno 2 mesi. E quando andai a riprenderla per portarla a casa, mi dissero gentilmente che era uscita 1 ora prima. Mi dissero anche che stava benissimo. Allora è guarita? Spero tanto di sì. Da quel momento non l'ho più vista. Tieni. Appena posso te li rendo. Non voglio che tu me li renda. Voglio solo che tu faccia quello che hai detto adesso. Devi smetterla con questa vita per sempre. Rimetterti al tuo pianoforte e studiare. Non devi pensare ad altro. Tu hai tutte le qualità. Puoi diventare un grande artista. Tu veramente ce l'hai. Ma bisogna lavorare. Promettimelo. Wahnsinn. Das ist alles Wahnsinn. Warum hast du es mir nicht gesagt? Sie wollen, dass ich... dass ich dich umbringe. Du bist Polizistin. Und? Was glaubst du, hätte ich gemacht? Dich verhaftet? Ich hätte ihr mehr Menschenkenntnis zugetraut.
wusste nicht, ob ich dir vertrauen kann. Weißt du es jetzt? Ich weiß gar nichts. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich will nur meine Tochter. Gibt es noch einen Grund, mich länger festzuhalten, außer der Hysterie dieses Menschen? Nein. Komm, Nobby, das hat keinen Zweck. Ich lass den nicht laufen. Du hast nichts in der Hand. Zöller hat uns erpresst. Mein Bruder hat für ihn Geld verschoben. Sie finden das Material in meinem Büro. Ich weiß nur, dass sie blind sind. Oh, Müller. Blind vor Hass. Sie tun alles, um mich zu vernichten, aber sie irren sich. Wovon reden Sie? Ich weiche jetzt nicht mehr von Ihrer Seite. Oh, Müller. Bis es passiert ist. Diesmal können Sie nicht behaupten, dass ich es war. Ich bin hier, Ormüller, und nicht dort. Das werden Sie bestätigen müssen. Sie sind mein Zeuge. Sie werden mich entlasten. Hier. Wo haben Sie die her? Ich weiß, wer sie gestohlen hat. Wer, Herr Scherber? Wer ist das? Er ist wahrscheinlich jetzt wieder da, in diesem Moment. Wahrscheinlich passiert es jetzt gerade wieder. Die Wagenschlüssel. Kommen Sie. Stefan wird das nur machen, wenn er dadurch seine Praxis nicht vernachlässigt. Er ist nämlich sehr verantwortungsbewusst. Wollen Sie damit andeuten, dass wir es nicht sind? Das haben Sie gesagt. Rechnen Sie alles in Ruhe durch und dann teilen Sie mir Ihre Entscheidung mit. Den Umbau werde ich auf jeden Fall durchziehen. Ich hoffe, Sie machen mit. Und wenn nicht, ich kaufe Ihnen Ihre Anteile an der Klinik gern ab. Schönen Tag noch. Herr Dr. Weidner, die Ergebnisse von Frau Stein. Ja, danke. Also da habe ich ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden, oder? Vor allem, was die Klinik betrifft. Frau Kannenbach ist einverstanden. Julian kann in mein Zimmer. Dann bist du mich los. Ja, und deine liebe Frau ja sowieso. Sag mal, werde ich hier überhaupt nicht mehr gefragt? Ich habe schon genug Ärger am Hals. Du solltest dich mal gelegentlich damit beschäftigen, was es bedeutet, Verantwortung für ein Krankenhaus zu tragen. Oh ja, es ist bestimmt wahnsinnig schwer, jeden Tag eine Schwester zu vögeln, was? Wenn euch die Argumente ausgehen, dann schlagt ihr um euch. Kai, warte! Lass uns doch reden. Scheiße. Too dangerous! We're in collusion ward. Please start the department and the paramedics. Copy. What are you doing? Hat er Ihnen dann erzählt? Dasselbe wie ihn. Dass er die Morde begangen hat, für die Steffen Balz verurteilt wurde. Halten Sie ihn für glaubwürdig, also nehmen Sie ihm das an? Sie etwa nicht? Er hat gesagt, er habe Sie ebenfalls informiert, schon vor mir, schon an dem Tag, an dem das Urteil ergangen ist. Wie kommt er eigentlich auf Sie? Woher hat er Ihren Namen? Vermutlich aus der Zeitung. Ich nehme an, er wendet sich an mich, weil ich jeden Tag von diesem Prozess berichtet habe. Und jetzt, was haben Sie vor? Gar nichts. Wenn Sie es wollen. Wir machen das von mir abhängig. Ja, irgendwie schon. Obwohl es eine verdammt heiße Story ist. Das ist mir zu abstrakt. Die Erklärung genügt mir nicht. Ey, was soll das? Fick das Ding weg! Vielleicht gibt es noch eine andere Erklärung. Vielleicht versucht er, Kontakt mit mir aufzunehmen. Vielleicht erfindet er irgendeine Geschichte. Er findet tausend Einzelheiten, um mich damit zu beeindrucken. Und? Was hat er davon? Ich habe keine Ahnung. Aber es kann ja wohl nicht nur darum gehen, dass er mich ins Bett kriegen will. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein, Rosa. Nenn mir deinen Informanten oder ich werde Haftbefehl gegen dich beantragen. Sag das nochmal. Sie Feigling! 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 Thank you.
not going back. So go on then. Go on. Do it. Alles in Ordnung, Anja? Ja, ja, alles in Ordnung. Das war Frau Wagner. Es gibt ein kleines Problem im Geschäft. Nichts von Bedeutung. Ich muss jetzt los. Ich komme dann später nochmal wieder. Du warst schon immer eine verdammt schlechte Lügnerin. Warum mein Vater? Er hat dir vertraut. Ich brauchte seinen Schmuck, um Schulden zu bezahlen. Werner hätte es egal sein können. Er hätte die Versicherungssumme kassiert. Aber die Sache ist schiefgelaufen. Da brauchte ich einen Sündenbock. Du hast meine Mutter auf dem Gewissen. Glaub mir, ihr Tod war nicht eingeplant. Sie hat diesen Rohrleiter beim Einbruch überrascht. Da ist er durchgedreht. Dieser Idiot ist amok gelaufen. Sogar dich wollte er umlegen. Es ist alles außer Kontrolle geraten. Sie erinnern sich nicht mehr an mich, stimmt's? Max! Naja, noch lange her, dass Sie hier waren. Da wissen Sie noch, wie Sie als Kind immer mit mir rausgefahren sind zum Hummerfangen? Es freut mich, Sie zu sehen, Max. Beliefern Sie immer noch das Hotel? Aber klar. Sagen Sie, können Sie sich erklären, was mit ihm passiert ist, Max? Nein. Ihr Vater ist... Wie so oft mit dem Boot rausgefahren, obwohl es ziemlich stürmisch war. Und als er bei Anbruch der Dunkelheit nicht zurück war, habe ich die Seerettung informiert. Aber sie haben ihn nicht gefunden. Auch sein Boot nicht. Merkwürdig. Mein Vater kannte doch das Meer seit seiner Kindheit. Das Meer kennt man nie. Yes, this appointment is very important. And even if it weren't, I'm not going to give those people what they want. Dieser Termin ist wirklich wichtig für ihn. Niemand will sich einschüchtern lassen. Aber solange wir nichts über den Hintergrund der Drohung wissen, so... Ich bin jedes Jahr einige Monate in der arabischen Welt unterwegs. They love me. They love my money. Und da wetten Sie Ihr Leben drauf? Ja. Yeah. I'm very disappointed. Ich mochte Sie sogar ein wenig. Meine Anwälte werden Sie durch die Mangel drehen, dass Sie keinen Fuß mehr auf die Erde kriegen. Also überlegen Sie genau, was Sie mit Ihrer Story machen. Sie sind ein Schwein, Mr. Shaw. Vor allen Dingen bin ich drei Nummern zu groß für Sie. Why do you hate me? Ich hasse Sie nicht. Ich mag nur nicht die Art, wie Sie mit Menschen umgehen. In erster Linie gehe ich mit Zahlen um. Genau, das meine ich. Ah. Weil ich der Kapitalist bin und Sie der Socialist. Ganz so einfach ist es nicht. Show, die Sie heute im Werk abgezogen haben? Ihnen war doch völlig klar, dass Sie die Leute fallen lassen. In fact, it's very easy. Meine Aktionäre wollen, dass ich billig einkaufe und teuer verkaufe. That's it. Hauptsache billig. Und Sie? You do the same thing every day? Sorry. Made in China. Sie möchten ein gutes Shirt für wenig Geld. Was soll denn das für ein Vergleich sein? Ich entlasse keine Leute. Sie entscheiden damit, wo Sie es kaufen. Globalisierung. Mensch, Kurt, das ist doch nur der erste Schritt. Wenn die Sache läuft, dann kriegen wir auch wieder Filmangebote. Da bin ich ganz sicher. Das ist die Chance für unser Comeback. Dein Comeback. Ich bin kein Schauspieler mehr. Willst du vielleicht bis ans Ende deiner Tage hier rumtigern? Ja. Tut mir leid, Goran, ich muss an die Arbeit. Leb wohl. Kurt, soll das weitergehen? Wir müssen uns stellen.
Dich trifft keine Schuld. Aber das war doch Notwehr. Wir können der Polizei alles erklären. Nee, Goran. Wo willst du denn hin? Die wissen doch schon längst, wer wir sind. Wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert in Texas oder sonst wo. Und außerdem können wir nicht nach Mexiko abhauen. Nee, aber nach Polen. Polen? Was willst du denn in Polen? Glaubst du, da bist du in Sicherheit? Du meinst das ernst, oder? Hören Sie, Hugh. Ich glaube, eine kleine Erholung würde Ihnen gut tun. Was meinen Sie? Sie brauchen doch keine Angst zu haben. Gehen Sie mal ins Kino. Professor Braun, das ist ein ganz ausgezeichneter. Wohin gehen Sie? Ich gehe in die USA. Die nächsten 5 Jahre bin ich am Music College von Columbia. Aber Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Ich lasse Sie hier in guten Händen. Als Kind, da hat Christian mehr geweint als ein Mädchen. Einmal an Fasching, da sollte er sich als kleiner Muck verkleiden. Da hat er sich unter Tränen geweigert, das Türkenkostüm anzuziehen. Woher kommen Sie? Aus Nürnberg. Aber Sie sind doch ein Türke. Ich hole meine Sachen aus der Garage, bis gleich. Christian! Wir waren immer so tolerant mit euch. Mensch, Papa. Da gibt's sogar ein Buch drüber. Das sollten Sie mal lesen. Ich bedauere. Ich habe lange kein Buch mehr gelesen. Ich bin fertig, wir können fahren. Jetzt, wo du da warst, weiß ich, wie schön das ist, wenn du weg bist. Und wegbleibst. Das ist eine sehr schmerzliche Wahrheit. Wir müssen dem nachgehen, Herr Kardinal. Wir müssen vor allem barmherzig sein, Herr Fels. Und die Familien? Das schließt natürlich die Familien mit ein. Es ist nicht unsere Aufgabe zu ermitteln. Unsere Aufgabe ist es, zu helfen und zu vergeben. Die Kirche mag ihre Fehler haben. Sie mag vielleicht altmodisch oder zu streng sein. Aber sie ist eine Mutter. Und eine Mutter schlägt man nicht. Ich danke Ihnen übrigens für Ihr Vertrauen. Ich respektiere das. Sie haben den Polizeibeamten Lutz Kuhmann bestochen. Es gibt einer x-beliebigen Politesse noch lange nicht das Recht, hier einfach reinzuplatzen. Sie geben die Bestechung also zu. Vor 30 Jahren hätte der Innensenator allein für den Ton, den Sie mir gegenüber anschlagen, Ihnen persönlich den Hinter versohlt. Was war Kuhlmanns Gegenleistung? Ich habe ihm an und an einen Gefallen getan über die Jahre. Nur so. Er war nicht der Einzige. Und er ein kleines Licht. Es ging um Autos. Schnelle Autos, die er über die AWUS jagen durfte. Das ist alles längst verjährt. Und verjährt nicht. Der Mann ist rechtskräftig verurteilt und hat seine Strafe abgesessen. Und jetzt verschwinden Sie. Oder ich lasse meine Anwälte von alleine. Die vernaschen so jemanden wie Sie zum Frühstück.
Mir haben sich schon ganz andere Männer die Zähne ausgebissen. Ich hoffe, Sie haben gute Gründe, uns hierher zu schleppen. Ich schätze schon. Silke Spieker wurde hier erwürgt. Aber das wissen Sie ja. Gegen 14.30 Uhr hat mein Sohn angerufen. Vom Autotelefon. Ich habe von Kuhlmann den Gefallen eingefordert, den er mir schuldig war. Und noch 250.000 D-Mark draufgelegt. Zahlbar in 3 Raten. Bei Auftrag, bei Erledigung, nach Prozessende.